Nee, keine Ahnung. Also ja, schon. Ich glaube, so langsam nach dem 10. Mal habe ich sein Auge gecheckt. Aber wo er sein soll. Nee, keine Ahnung. Okay, wir müssen dann nach ihm Ausschau halten. Aber hatten wir ihn nicht schon mal woanders gesehen? Also wir gehen jetzt nochmal in den Trophy Room und versuchen da alles. Also wir stauben da alles ab. Aber naja, sonst eine Idee habe ich dann auch nicht. Sonst eine Idee habe ich nicht. Okay. Hat. Auch bei denen? Nee, bei denen nicht. Aber bei denen. Okay, einfach mal das direkt bei dem Pinsel probieren. Nein, echt. Aber ich bin noch nicht fertig. Dieses Jahr werde ich keine Pokale gewinnen. Meinst du? Hogwarts steckt voller Überraschungen. Ja. Hey, seht mal, Minerva McGonagalls Namen neben dem deines Vaters. Ja, vielleicht weil sie damals auch schon Hauslehrerin von Gryffindor war. Okay, wir haben. Also, dass wir irgendwas abstauben mussten, das war klar, aber ich wusste jetzt nicht, wo ich. Hab jetzt einfach mal die Eimer. Logik verwendet. Also einmal an der einen Stelle. Deswegen einfach mal probieren. So, wir könnten noch mal zum Verwandlungsinnenhof Hast du gehen. alle Bücher in der Winkelgasse gekauft? Ich glaube, ich habe eins vergessen. Fehlt uns halt. Auf zu neuen Abenteuern? Ja. 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 Drachenei. Ich freue mich auf Ihre zukünftigen Heldentaten. Denn dort habe ich gerade sogar gesehen, was uns fehlt. Eigentlich blöd, weil es uns dann überall fehlen müsste. Ja. Denn mit dem kann man auch noch was machen. Nee, den nicht. Kommst du zum Quidditch? Ich würde ja gerne, aber ich hab zu tun. Doch. Dann checke ich ehrlich gesagt nicht, was uns fehlt, weil ich dachte, wir sind hier noch nicht. Hä? Wir haben jetzt noch nicht einmal Incendio gewirkt. Egal. Egal. Wir nehmen es.
Wahrsagen könnten wir auch noch hin. Zauberkunst, Zaubertränke. Der Zaubertrankunterricht. Ja, stimmt, wir könnten da runtergehen. Wir könnten zu Snape gehen. Stimmt, das wollten wir ja sogar, aber da hatten wir ja Occlumenti. Genau, ich erinnere mich. Drachenei. Treten Sie ein, Freund von Hufflepuff. Freund von Hufflepuff. So. Jetzt können wir einfach hier runtergehen. Jetzt hat er das Spiel gecheckt, dass wir den Geheimgang kennen. Von daher ist das auch jetzt ein schnellerer Weg zu Snape. Slytherins sind erste Sahne. Na wohl eher nicht. Ich wünschte, ich könnte Professor Snape von deiner Hinterlist berichten. Der kleine Potter muss ja völlig frustriert sein. Aber warum? Warum müsste ich frustriert sein? Reparo! Depulso! Wingardium Leviosa! Check ich nicht. Da wären wir sowieso hier in Ohnesgleichen. Okay, da kommen wir nicht hin. Was kann man hier noch machen? Aktion! Depulso! Aber was bringt es uns? Nee. Wirklich, was bringt es uns? Wenn wir vielleicht. Den können wir. Wingardium Leviosa! Können ja alles probieren. Keine Ahnung. Depulso! Aktion! Ich. Also es hat irgendwas damit zu tun. Was? Okay, das bewegen wir damit. Reparo! Nochmal mit Reparo. Wingardium Leviosa! Und das machen wir Wingardium Leviosa. Aber gibt's da irgendwie. Nee, keine Ahnung. Das haben wir. Was haben wir denn noch? Den. Incendio! Ich musste echt überlegen, welchen Zauber wir noch haben.
Incendio vergessen. Okay. Aber es hat echt lang gedauert, bis ich irgendwann mal gecheckt habe. Ja, warte mal. Okay. Das ist... Okay, das ist... Es hat echt lange gedauert, bis ich gecheckt habe. Okay, jeder einzelne Zauber bewegt eine andere Flasche. Vielleicht ein bisschen zu lang. Cool. Gut. Den Kerker haben wir ja. Elende Belger. Haben wir ja abgeschlossen. Jetzt habe ich echt Gänsehaut. Slytherins sind erste Sahne. Aber das ist eine Lüge. Wenn ich nicht öffnen müsste, würde ich dich da stehen lassen, Potter. Mir fehlen 3 Karten, mehr nicht. Hast du sie? Gut, gehen wir zum DA-Treffen? Ich hätte jetzt gesagt, wir gehen zum DA-Treffen. Weil bisher gibt es dann auch nichts mehr, was wir machen können. Außer jetzt natürlich das mit den Passwörtern suchen, aber... Ja, das ist, wenn ich mal ehrlich bin, das ist ein bisschen blöd. Das kann man so nebenbei machen. Von daher... Damit wir auch mal ein bisschen mit der Story vorankommen. Hätte ich gesagt, ja. Nehmen wir einfach mal jetzt das DA-Treffen vor. Und dann gucken wir einfach mal. Das klingt doch nach einem Plan. Wir nehmen jetzt das DA-Treffen. Harry, meine Tante sagt, du kannst einen gestaltlichen Patronus heraufbeschwören. Stimmt das? Ja, er ist ein Hirsch. Alle Achtung, Harry, das wusste ich ja gar nicht. Wann lehrst du uns Expecto Patronum? Gut. Ihr müsst an einen wirklich glücklichen Moment denken, um einen mächtigen Patronus heraufzubeschwören. Macht's mir nach. Expecto Patronum! Sie hat uns gefunden. Das ist egal. Lauf! Harry? Worauf wartet ihr noch? Lauf! Jetzt bist du dran, Potter. Ah, echt jetzt? Alter. Viel zu viele. Nee, das sind zu viele. Das können wir nicht schaffen. Er ist es! Ausgezeichnet, Draco! Ausgezeichnet! 50 Punkte für Slytherin! Ich kümmere mich nun um ihn. Umbridge. Es tut mir leid, Harry. Es tut mir leid. Tja, das Spiel ist aus. Möchten Sie ein schriftliches Geständnis? Professor, nein! Bitte sei still, Harry. Ich wollte, dass Harry diese Organisation gründet. Und ich allein bin verantwortlich für seine Aktivitäten. Aber ich werde mich nicht widerstandslos abführen lassen. Das ging mächtig schief.
Was ist los? Sie wollten Hagrid abholen. Eine Gruppe Ministeriumszauberer und Umbridge. Was? Ist er okay? Hagrid ist geflohen, aber Professor McGonagall wollte ihm helfen. Sie ist verletzt. Wir müssen etwas unternehmen. Wir müssen in Hagrids Hütte. Falls es Beweise gibt, dass er Dumbledore mit den Riesen geholfen hat, müssen wir sie vernichten. Okay. Das, sollten wir natürlich eigentlich zügig machen, aber wir gehen nochmal kurz in die große Halle. Wollten wir nicht zu Hagrids Hütte? Ja, eigentlich schon. Depulso! Das mit Cho tut mir leid. Ja. Es war nicht Cho schuld. Das wollte ich eigentlich. Ich habe dir die Serum gegeben. Ah. Okay, das Depulso-Ding ist... Keine Ahnung. Er ist jetzt dauernd für den Orden unterwegs. Wollten wir nicht zu Hagrids Hütte? Ja, ich bin noch auf dem Weg, Ron. Siehst du das nicht? Alles klar. Nee. Okay. Zählt nicht unter den Aufgaben natürlich. Hagrids Hütte. Ah, die ganzen Regeln hier. Ist ja super. Freue ich mich ja. Okay. Wie führt er uns bitte hier zu Hagrids Hütte? Mir immer sehr interessiert. Hallo? Koteletts und Bratensoße. Lecker. Ich denke, wir werden Ravenclaw mindestens 200 Punkte schlagen. So. Dann gehen wir mal hier zu Hagrids Hütte. Ron, ich bin da auf dem Weg. Was willst du von mir? Also, der Junge, der hat ja echt keine Geduld. Oh Gott. Ihr habt doch alle ein Rad ab. Wirklich, euch ist echt nicht mehr zu helfen. Was machst du denn jetzt ohne deinen Beschützer, Potter? Was willst du hier, Malfoy? Ich bin zum Feiern gekommen, Potter. Wir wussten doch alle, dass dieser Riesentrottel ein mieser Lehrer war. Aber endlich haben es die Behörden auch mitbekommen. Sei still, Malfoy! Natürlich musste das Ministerium Professor Umbridge mit ein paar Zauberern unterstützen. War doch klar, dass er als Halbriese nicht so schnell kapieren würde, dass er entlassen ist. Es reicht, Malfoy. Ron, nein! Schnell! Wir müssen ihm helfen! Natürlich. So. Petrificus Totalus, den kann man immer wirken. Ja. Aber ich würde gern schon noch ein Protego. Alter. Du hältst dich wohl für besonders schlau, aber die Zeiten ändern sich. Selbst McGonagall ist weg. Im St. Mungo, wo sie alle Ehren hinbringen.